Dann hängt das Schwanzki noch an auf der Seite, weil wir einen relativ großen haben. Ja, heute ist Montag, der 11. Oktober 2004. Wir sind in der Landesvertretung der AWO in Berlin. Und wir, die Überflüssigen, haben gerade diese Landesvertretung der AWO besetzt zum Thema 1-Euro-Jobs, die wir als Zwangsarbeit deklarieren. Naja, wie häufig bei solchen Besetzungsaktionen geht es hier natürlich um einen symbolischen Akt. In diesem Fall zum Thema 1-Euro-Jobs, und die AWO ist da nur ein Teil dieser ganzen karitativen Verbände. Ein Großteil der Bundesfunktionäre und der höheren Funktionärsebene haben sich ja in der Öffentlichkeit zu den 1-Euro-Jobs so geäußert, dass sie sie begrüßt haben, damit sozusagen im sozialen Bereich, der sowieso ein wenig gesponsorter Bereich ist, mehr Arbeitskräfte eingesetzt werden. Die Qualifikation ist ihnen offensichtlich egal, aber es ist nicht so, dass sozusagen die gesamten Verbände dahinter stehen, sondern gerade im sozialen Bereich müssen ja die Leute, die arbeiten, oder die unteren Verbände müssen praktisch ja diese 1-Euro-Jobs umsetzen. Und wir wollen praktisch an dem Widerspruch, der da schon existiert, ein bisschen einhaken und zumindest hier auch direkt bewirken, dass wir ein Statement kriegen vom Landesverband, möglicherweise gegen den Bundesverband, was wir schon als einen kleinen politischen Erfolg bewerten würden. Na, der größere Rahmen sind der sogenannte heiße Herbst der Sozialproteste in der gesamten Bundesrepublik, die sich eben, wie du so gesagt hast, gegen die Agenda 2010 und die im Speziellen gegen das Gesetz des Hartz IV. Der Kapitalismus erklärt die Menschen für überflüssig und schafft es nicht, sie zu integrieren. Also das System versagt sozusagen auf ganzer Linie, und dieser Bereich der Überflüssigen wird sich ja weiter ausbreiten. Aber die Überflüssigen sind keine Opfer, sondern sie nehmen ihr Geschick selber in die Hand und erklären den Kapitalismus für überflüssig und fordern alles für alle.